Hallo, Jack the Lions Rage zeige ich als Let's Player. YouTuber Writing Bull ist mein Name. Auf meinem YouTube-Kanal da gibt es Previews für PC-Strategiespiele. Neben mir Michael Peck, einer der Entwickler dieses Spieles. Wir treffen uns hier auf der Gamescom. Und schön, dass du Zeit dafür hast, uns ein bisschen was davon zu erzählen. Ich mache ja bereits ein Let's Play, das allererste deutschsprachige Let's Play und im Augenblick oder zumindest zu Beginn auch das einzige, das es international gab. Aber da gibt es sicher demnächst noch andere. Das Spiel erscheint irgendwann im Herbst und wie ich im Laufe einer Präsentation, die du eben gegeben hast, erfahren habe, beziehungsweise ich hätte es mir auch schon denken können, aber du hast es eben nochmal auf den Punkt gebracht. Viele Leute, die das Let's Play sich anschauen, die sagen, ey, das ist ja gar kein Jack the Lions 3 oder das ist auch kein Remake von Jack the Lions 2. Das sieht ja ganz anders aus. Ihr habt tatsächlich ein eigenständiges Spiel machen wollen und habe das gemacht und es ist tatsächlich, ja, was hat das für einen Charakter, für einen Bezug? Es ist ein kleiner Ableger, eine Idee, die ihr umsetzt. Genau, richtig. Also was wir machen wollten, war wirklich ein kleines Spin-off zu machen, weil wir genau wussten, wer wirklich ein Jack the Lions 3 machen möchte, der steigt in sehr, sehr große Fußstapfen. Und das wollten wir im ersten Moment vermeiden, da wir auch schneller ein Spiel rausbringen wollten und wir wussten, wenn es wirklich ein Jack the Lions 3 werden sollte, dann wären das mindestens 4 Jahre sehr, sehr viel Geld, um wirklich auch dem alten Jack the Lions gerecht zu werden. Und daher haben wir uns entschieden, nochmal schneller etwas zu machen, ein kleineres Produkt, ein kleines Spin-off zu machen und dem aber wirklich dann einen eigenständigen Charakter zu geben und eben nicht einfach nur eine Kopie des Alten zu machen und auch nicht einfach eine verwässerte Version des Alten zu machen, sondern wirklich ein kleines, feines Ding, das für sich selbst stehen kann. Also die Unterschiede liegen beispielsweise darin, dass man zu Beginn mit nur 2 Söldnern startet, dass insgesamt der Pool an Söldnern, die man über diese tropische Dschungelinsel schickt, um mit Banditen und Schurken herumzuschlagen, dass der Pool kleiner ist, dass zu Beginn auch die Auswahl an Waffen kleiner ist und bestimmte Features es einfach nicht übernommen worden sind von den Originalen. Aber ihr habt auch eigene Sachen eingebracht. Was sind für dich so die hervorstechendsten neuen Features, die ihr eingebracht habt und mit denen ihr euch von den großen Vorbildern unterscheidet? Also grundsätzlich wollten wir ein wenig das Gefühl rüberbringen, dass eine kleine Gruppe gegen eine große Obermacht kämpft. Also das war das Grundgefühl, das wir hier irgendwie reingeben wollten. Und wir wussten, wir konnten, wenn wir das Ganze nicht genauso groß wie Jack the Lions 3 machen wollen, dass wir dann die gesamte Ökonomie zum Beispiel auf der Insel, dass wir hier die nicht abbilden können. Aber wir haben etwas gesucht, das man auch irgendwie managen muss, aber viel persönlicher ist, viel näher an diesem kleinen Team, das man leitet, dran ist. Und daher haben wir so kleine Survival-Aspekte reingebracht, wie eben Wunden, die sich entzünden können, Wunden, die bluten, Blutungen, die irgendwie schlimmer werden können, dann eben wiederum irgendwelche schmutzigen Binden, die man sich draufgeben kann, die wiederum zu Entzündungen führen. Wasser, Durst spielt eine große Rolle, auch in dem ganzen Rennen. Einige Leute sind Alkoholiker drinnen, das heißt, hier muss dauernd Alkohol konsumiert werden oder andere Sachen ständig gemacht werden. Das heißt, ich muss mich um meine Gruppe auch immer kümmern. Es soll halt auch dieses schwule Tropenfeeling darüber kommen, so man ist ständig irgendwie, oh, es ist so heiß, man wird getrieben, man ist ständig ein wenig verletzt. Und das wollten wir stattdessen als Managementteil reinbekommen. Und da haben wir sehr viele eigene Ideen hier reingebracht, die genau dieses Gefühl, eine kleine Gruppe kämpft gegen eine Übermacht, irgendwie unterstützt. Das ist in der Kommunikation nach außen teilweise ganz schön schwierig, weil viele Leute, die halt sehen, da kommt wieder ein Spiel raus mit einer Jack the Lions Lizenz, die denken dann, so, ich habe eine lange Lions-Geschichte hinter mir. Bei jedem der mittelmäßigen anderen Jack the Lions Titel, die es in den letzten Jahren gab, habe ich gedacht, ja, da ist endlich für mein Lieblingsspiel, das aus den 1990er Jahren meine Jugend geprägt hat oder mich viele schlaflose Nächte in meiner Studentenzeit, vielleicht mein Examen für 1-2 Jahre auch gekostet hat, das ist endlich ein würdiger Nachfolger erschienen. Aber es ist ja ein anderes Spiel. Es ist ein Spiel, das in der Spielwelt stattfindet, aber das einen anderen Charakter hat und auch ein anderes Gameplay hat. Wahnsinnig schwer zu kommunizieren. Habt ihr, wie offensiv geht ihr das an in der Kommunikation nach außen? Also was sagt ihr den Leuten? Also eine der Sachen, die wir immer versuchen als erstes klar zu machen, es ist kein Jack the Lions 3. Also wenn du jetzt sagst, alles das, was ich mir erwartet hätte oder auch die Ansprüche, die wir stellen, die würden wir auch stellen, nämlich an genauer Jack the Lions 3. Und deswegen sagen, nein, das war nicht unser Ziel.
Das ist nicht das Ziel von diesem Spiel, genau das alles zu erfüllen, sondern etwas Eigenständiges, auch etwas, das wir auf die Konsolen bringen mal können, um es auch einem neuen Publikum vorstellen zu können. Das ist natürlich auch noch ein Punkt, der da mit reinspielt. Sehr viele Leute kennen natürlich Jack the Lions noch, aber es gibt auch sehr viele Leute, selbst heute auf der Gamescom, die die Präsentation gesehen haben, die haben gesagt, ich habe von dem Spiel noch nie irgendwas gehört. Daher, auch denen wollen wir die Charaktere, die unserer Meinung nach sehr, sehr coole und interessante Welt und auch von den Charakteren her sehr, sehr lustige und interessante Charaktere, die auch diesen Leuten wieder bekannt machen und damit auch wieder ein Gefühl ein wenig auch für die ganze Marke, für die Welt bekommen. Bei der Präsentation hier auf der Gamescom, die Michael eben mehreren Leuten hier gegeben hat, in dem Raum, wo wir hier gerade sitzen, in der Business Area für Fachbesucher auf der Gamescom, waren auch für mich, obwohl ich ja einen Key habe von dem Spiel und es euch zeige, ein paar Sachen neu, dass man zum Beispiel im Laufe des Spiels, im Laufe der späteren Spielphase mehr Inventar-Slots noch dazu bekommen kann durch coole Ausrüstungsgegenstände, durch Rucksäcke beispielsweise. Oder dass auch die Anzahl der Söldner, die man in den Kampf reinführt, dass die steigt. Am Anfang sind es nicht zwei, es können drei, es können vier werden. Rebellen kämpfen vielleicht auf der eigenen Seite mit. Das heißt, es gibt nicht nur eine Lernkurve, sondern es werden auch allmählich immer mehr Spielfeatures eingeführt. Das Spiel wird allmählich immer schwieriger. Was ist so für euch die Hauptzielgruppe für dieses Spiel? Also was ist so ein typischer Spieler, den ihr so vor Augen habt, für den ihr dieses Spiel gemacht habt? Also grundsätzlich ist es jemand, der rundenbasierte Spiele grundsätzlich mag, dem nicht abgeneigt ist, aber der auch Tiefe mag jetzt, aber jetzt nicht hunderte Stunden irgendwie reinsetzen wollen, sondern auch mal, okay, sich hinsetzen möchte, kurz einen interessanten Kampf spielen möchte. Die Kämpfe werden dann schon am Ende, wird schon 45 Minuten, 50 Minuten pro Map geht da schon, aber trotzdem, die Features sind alle sehr integriert ineinander und damit hat man nicht tausende Sachen irgendwie zu vergleichen und hier noch ein bisschen und hier noch ein bisschen, sondern es spielt sich eigentlich relativ flüssig aber an einem gewissen Zeitpunkt, was andere Spiele jetzt im Turn-Based-Bereich nicht tun. Plus, was wir auch noch versucht haben, ist diese gesamte die Character eben stärker mit reinzubringen. Das heißt, es ist hier auch noch ein wenig Unterhaltung dabei. Die ganzen Typen sprechen auch die ganze Zeit. Also insgesamt vielleicht jemand, der jetzt nicht unbedingt nur Schach, ein klassisches, trockenes Schachspiel haben möchte und das Ganze ausgeschmückt haben möchte, für den wäre dann das Spiel irgendwie gedacht. Also ich persönlich, und ich hoffe, das ist jetzt nicht beleidigend für dich, aber ich empfinde das Spiel, mich erinnert so ein bisschen manchmal an B-Movies oder an Italo-Spaghetti-Western oder an diese Actionfilme aus den 1990er Jahren, wo Gestalten wie Dolph Lundgren oder Schwarzenegger auftraten mit sehr rabiatem und gar überhaupt nicht politisch korrektem Humor und durch die Gegend gestapft sind und Freude daran hatten und die aufrichtig zeigten, Leute umzuballern und umzunieten. Ist das dieses leicht dreschige oder dieses sehr dick aufgetragene, ist das etwas, was okay ist, was ihr oder ist das etwas, was gewollt ist? Also gibt es da bestimmte kulturelle Vorbilder für euch? Natürlich, das ist Absicht. Daher ist es eher das Gegenteil aller Beleidigung. Nein, wir haben uns das Ganze als Vorbild genommen, weil ja natürlich die Geschichte des Ganzen auch ist, dass diese Mercenaries aus den 90er Jahren, wo sie noch die großen Helden waren, wo genau diese etwas plumpen Typen irgendwie die großen Helden waren, jetzt plötzlich nicht mehr im Geschäft sind, weil alle nur noch diese Military Contractors haben wollen, wo nur noch die jungen Soldaten, die eigentlich auf Knopfdruck funktionieren, dass die jetzt eigentlich das Status Quo quasi ist und niemand mehr durch diese sehr, sehr charakteristischen Söldner irgendwie haben möchte. Und dass sie das immer noch können und dass das genau das ist, was sie ausmacht, das haben wir natürlich verstärkt, auch durch eine wenige Pulp-Story. Also auch die gesamte Geschichte ist ja einfach gehalten und auch an den richtigen Stellen ein wenig übertrieben. Also ja, das ist genau die Absicht. Und ja, so Filme wie jetzt auch dann Expendables, das sich auch in einer Art lustig macht. Es halt damit spielt, dass es halt jetzt anders ist als in den 90er Jahren, in den 80er Jahren. Oder auch, da wir sehr viel mit dem Alter auch spielen, der einzelnen Leute, solche Filme wie Red, das waren so ein wenig die Einflussfaktoren, die mit in die Story eingeflossen sind. Da habe ich auch zum Teil ein paar Kommentare unter den YouTube-Videos gesehen, wo Fans der Reihe
sich bedrückt geäußert hatten darüber, dass ihre Helden von 1 jetzt gealtert sind und auch teilweise einige charakterliche und gesundheitliche Probleme mit sich herumschleppen. Aber man wird halt nicht jünger im Laufe der Zeit und das greift das Spiel dann halt auf. Viele fragen aber auch nach der Strategiekarte, nach der strategischen Ebene und nach den Möglichkeiten dort und sehnen sich nach viel Komplexität. Euer Schwerpunkt liegt aber auf der taktischen Ebene, auf den Gefechten. Wie viel Komplexität könnt ihr auf der strategischen Ebene im Laufe der Partie liefern? Die ist begrenzt. Da muss ich ganz ehrlich einfach sagen, die ist begrenzt. Also man kann sich aussuchen, in welche Karten oder welche Missionen man zuerst angreift. Es gibt dann einige Verfolger auf der Karte. Hier versuchen wir noch mehr Variation reinzubringen, indem sich die einzelnen Leute, die einen verfolgen, sich nicht ähnlich verhalten, sondern sich immer wieder anders verhalten und man daher andere Strategien wählen muss. Wir fügen auch noch Sachen ein, wo man warten nur kann, um genau zum richtigen Zeitpunkt dann zum Beispiel in der Nacht oder am Tag in eine bestimmte Karte reingehen kann. Also hier versuchen wir noch ein wenig drauf zu geben, aber die wahre Stärke spielt das Spiel in der Mission, im Kampf aus. Und dort haben wir auch versucht, so viel Variation wie möglich reinzugeben, eben über diese ganzen verschiedenen Skills und den Rage-Skills und den Kombinationen davon und den ganzen Statuseffekten. Also hier ist wirklich, wo dieses Kampf-Gameplay, das ist dort, wo wir den Fokus drauf gelegt haben. Im Laufe der Partie werden ja auch immer mehr Waffen und freigeschaltet. Anfangs gibt es halt nur kleine Handfeuerwaffen oder Maschinenpistolen oder ein Scharfschützengewehr. Später bekommt man auch Tretminen, die man auslegen kann, Granaten oder andere Dinge. Gibt es im Spiel sowas wie eine zerstörbare Umgebung, dass man also nicht nur die Feinde zerstören kann, sondern auch die Häuser oder dass man Scheunen in Brand setzen kann, dass man sich Abkürzungen sprengen kann? Was ich entdeckt habe, ist so ein Mehrzweckwerkzeug, wo man einen Zaun mit durchknipsen kann. Vielleicht geht es dann noch eine Spur knalliger und wuchtiger und explosiver. Nein, also es ist, man kann Schlösser knacken, man kann die Zäune durchschneiden. Es gibt auch hier und da einige Cover, die zerstört werden können, aber es ist nicht eine komplett zerstörbare Umgebung, wie man es jetzt aus Silent Storm oder so kennt, sondern wir haben, bei uns ist ja wirklich dann auch relativ viel Arbeit auch ins Level-Design geflossen, wo sind welche Cover, wo kann ich was machen und damit arbeiten wir. Damit ist der Level ein wenig statischer, aber es gibt sehr viele taktische Möglichkeiten im Spiel. Das Spiel wird im Herbst 2018 erscheinen für den PC, auch für Konsolen, PlayStation 4, Xbox One. Für den PC kostet es um die 20 Euro, etwa 30 Euro bei der PlayStation, bei der Xbox One. Ich zeige es weiterhin im Preview Let's Play, bei mir zu sehen bei Writing Bull. Michael, vielen lieben Dank und bin mal sehr gespannt, wie sich das nur entwickelt und wie euch der weitere Fortlauf der Partie gefällt und die neuen Möglichkeiten, die man auch zeigen kann. Und ob euch, wenn ihr das Spiel vielleicht selber mal zockt, wie es euch dann gefallen wird. Vielen Dank und alles Gute. Bis dann.